Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Ründchen Among Us. Heute wird es ganz speziell, ja. Der schlechteste Imposter des Universums meldet sich gerade zu Wort. Ich habe heute eine Special-Runde für euch, beziehungsweise zwei Runden in Kombination mit Trilux. Und wenn ihr den Anfang zu krass findet, dann schaut euch trotzdem das Video bis zum Ende an. Es kann nämlich nur besser werden. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde mich selber zu Wort freuen. Lasst gerne Like und Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Genießt die fantastische Folge. Los geht's. Achso, das ist der Roboter, okay. Lol. Okay. Kann ich die Map wollen wir jetzt spielen? Trilux wieder komplett besoffen einfach. Kumo? Mira, das ist die zweite Map. Wir spielen jetzt erstmal Polos weiter. Kriege ich das gedanklich hin, ohne hart zu choken? Das ist die große Frage, ja. Habe ich mich erschrocken, ey. Okay, Dalu, erkläre das. Ich bin mit Nils rausgerannt, dann kam Basso noch rein, dann habe ich mich am Fenster hingestellt und habe gewartet. Na, kurz weg bei Dalu ist es. Nochmal ganz kurz. Tinker, sag mir bitte mal, wo du die Leiche gefunden die hast. Die Leiche in Communications? Liegt in Communications. Und ich hatte da eine Task, habe die gemacht, wollte zum Licht, Licht ging wieder an, ich wollte in Weapons. Und dann dachte ich, ich guck mal, ob in Communications eine Leiche liegt. Da kam Dalu raus und drin liegt Basso. Moment, raus kam ich nicht. Matteo hat mich da gesehen, rechts davon. Du standst an der Ecke und hast gewartet, weil ich glaube, es war ein verkackter Double Kill. Also aber von wem? Ich war ein Admin, naja, von den beiden Impostern und einer Leiche und der andere hat es nicht gepeilt, rausgelaufen. Nils hat gesehen, wie ich als erstes rausgerannt bin. Dann ist Nils rausgerannt. Dann habe ich an dem Fenster gewartet, weil Basso reingerannt ist. An dem Fenster? Ja, da ist ein Fenster an Koms. Rechts über dem Fenster. Also reingucken. Wieso hast du da gewartet? Weil Basso reingerannt ist und Tinker als letztes drinne stand. Tinker kam aber erst. Ich will da drin was sehen, wenn das Licht aus ist. Ich hab das Licht wieder angegeben. Wen hast du zurückgelassen? Wen hast du zurückgelassen? Tinker und Basso, dass du raus bist. Tinker und Basso waren die letzten beiden. Und Nils. Nils war noch drin, aber Nils kam nach mir raus. Nils also Lara kann mich proofen. Die hat gewartet am Scanner, bis ich fertig war. Tinker, ja, stimmt. Also ich noch sagen, ja. Tinker hat diesen Mord auch nicht begangen, weil ich kam gerade dazu und Tinker ist reingelaufen erst und Dalu stand da an der Ecke. Ja, also Tinker glaube, wird rausgelaufen sein, als Licht aus war. Das konnte ich ja nicht mehr sehen. Ja, aber Dalu, erklär mir noch bitte, wie du da an der Ecke stehst und wartest und da drin ist eine Leiche. Das Licht geht doch auf jeden Fall wieder an. Basso ist halt als letztes reingekommen. Basso ist reingegangen, als Licht aus war. Und wer soll das dann gewesen sein, Dalu? Wer soll das dann ja, die Leiche sein, konnte ich ja noch nicht sehen. Die Leiche konnte ich ja noch zu dem Zeitpunkt ja, noch nicht sehen. Wenn du direkt in der Tür gestanden drin hast, müsstest du halt gesehen haben, zumindest, dass jemand genau, reingelaufen ist. Ja, Basso rein und als letztes Tinker raus.
Aber du siehst doch den Game-Tag, siehst du doch gar nicht, wenn das Licht ausgeht. Natürlich siehst du den Game-Tag. Wir müssen dich jetzt sogar voten. Das ist zu wenig. Dalu, super sass. Ja, also Dalu, wir müssen dich jetzt voten. War am Scanner. Es geht gar nicht anders. Es gibt keine andere Erklärung. Oh, das sind echt viele Votes. Ich hab geskippt. Nee, ich hab nicht, weil das... Haben sie natürlich recht. Da kann man nicht rauswenden. Tinker war es nicht. Dalu sagt, er war der Letzte, der da war und hat sonst niemanden gesehen außer Tinker. Ich hab nicht gesagt, ich war der Letzte, der da war, du Lügner. Nein, haben sie natürlich recht. Ich wollte wieder im Schatten killen. Mein Movement her war auch eigentlich ganz geil. Also Nils hat gesehen, wie ich rausgerannt bin. Habe ich mich hier hingestellt. Ich hätte hier Baso erwischen können. Und wenn ich hier weggekommen wäre, hätte Nils mir das Alibi gegeben. Es war halt ärgerlich, dass das Licht so schnell wieder anging, dass Tinker zurückkam. Das war wirklich nicht schlecht. Ich versuche Lennart noch ein bisschen zu helfen. Wie mache ich das am besten? Da mache ich das am besten. Okay, wie helfe ich einem Lennart, eine 1v9 YouTube-Runde zu machen? Lennart. Kann man das machen? Oh, das war... Jetzt wäre es halt perfekt. Das hätte nicht einer gefunden. Okay, was willst du machen, Lennart? Ich sabotiere nicht für dich, ich mache nur Türen. Oh, er weiß nicht, was er tun soll. Er muss gucken. Und jetzt nochmal... Stech die ab! Okay. Mach hinter dir gleich zu. Warte natürlich noch, nicht, dass es suspekt wirkt. Wo willst du halt hin? Wo willst du hin? Jetzt aber. Moment, ist Lennart ist Imposter, ne? Ja. Ja, Zink hat ihn gesehen, kann er nicht. Komm schon, Lennart, zeig mir, was du machen willst, dann kann ich dir helfen. Wen suchst du? Jetzt wendet er raus. Also hier unten hin. Ja, gefunden. Oh, Lennart, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Lennart, nein. Das ist hart zum Anschauen. Was wird passieren? Lennart, mach was. Mach irgendwas. Wir haben dich einfach verloren. Aber wenigstens hat Lennart echt gute Kartenkenntnisse jetzt. Also das Ding kann er abzeichnen im Schlaf. Und nochmal rein in Storage. Ist das der Move oder was? Und jetzt ist nicht mehr möglich. Und schlecht. Und ach, ganz Arsch. Ganz Arsch. Ach du Scheiße. Und das wird ein Stackel. Oh! Stackel unter Lifelines. Ja, okay. waren nur so drei Leute. Wer war das drin? Gelb und Orange, glaube ich, oder? Nee, ich bin an den Lifelines. Ich habe auch gesehen, ja, genau da ist der Kill. Hä, nein. Aber doch. Unter Lifelines. Was? Genau unter Lifelines. Ich wollte gerade weg. Ja, aber ich bin an Lifelines. War eine gute Runde. Ich habe ja auf Lifelines gesehen, wie blau getötet wurde. Okay, dann sagt mir mal nochmal, wer alles instant da dran steht. Wir haben einen. Nee. Es stehen pink, pink, orange und gelb. Als Lara ist es aber nicht, weil Lara hätte nie im Leben Tinker verteidigt und damit Dalu rausgekickt, weil Dalu war ja wahrscheinlich ein Imposter. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Sprich, Lara kann es sein. Genau also daran. Im Office, in dem Leichtraum. Ja. Ja, Lara, genau. Ja, auf dem Stack, wir standen alle auf einem Haufen. Ich glaube, was ich ein bisschen verrückt finde, ist, dass wenn es nur noch einen Imposter gibt, der einen Stack-Kill in drei Leuten macht, das ist sehr gefährlich. Wer weil, war da? Na, Bless, Clara und Trill. Mehr als drei Leute, oder? Ich auch. Da standen vier oder fünf Leute. Ein paar Leute standen halt unten drunter. Anni, warst du auch drin? Ich war gerade drin, hab kurz auf Lifeline gecheckt, gesehen, dass alle leben und wollte dann gerade hoch zum Lab. Oha, also warum? Halber Höhe, also du warst nicht drin, oder was? Nee, ich war nicht drin, ich war rechts rausgelaufen. Okay, aber wo standen alle? Standen jetzt alle am Lifeline? Nein. Komm schon, Lennart, mach noch eine Runde. Ich sag euch, wer nicht in Lifeline war, und zwar Kaya und ich, weil wir waren in Specimen zu zweit. Das bedeutet, wenn Dalu ein Imposter war, sind Kaya und ich 100% ausgeschlossen. Ja. Dass wir Imposter sind. Und zwei Leute Admin, zwei Leute Specimen und vier Leute waren im Office. Kann mir das keiner kurz beantworten, warum jetzt alle Leute ineinander standen? Ja, weil wir alle gerade Lifelines gecheckt haben. Lifelines gerade, ja. Ja. Und die Leiche liegt in Lifeline.
Lara, genau, hat irgendwie vier Leute Lifeline gecheckt und einer hat einen Stack gemacht. Ja, aber in der Report kam sofort. Ja, weil ja, der kam nicht. Sobald die Leiche da war, bin ich mit der Maus noch runtergegangen. Ich habe nicht mal mit dem mit der Taste gedrückt. Nee, ich spiele viel Counter-Strike. Ich habe schnelle Finger, Matteo. Aber sobald die Leiche da lag, bin ich mit der Maus drin. Ja, das kann ich dir zeigen, Matteo. Aber ich reporte nicht. Ja, ich würde hier skippen. Wir sind noch 7 Leute, wir sind uns nicht 100. Ich würde auch sicher. Genau, auf jeden Fall skippen. Also, wenn Dalu ein Safe-Call war, dann sind Matteo und Kaya schon mal raus. Ja. Und Anni, weil Anni war rechts oder nicht. Tinker ist auch. Ich bin rechts rausgelaufen. Also, Tinker ist für mich auch safe, weil sie Dalu mit rausgebautet hat. Komm on, Lennart. Sehe ich genau. Noch eine Runde. Eine Runde. Ach du Scheiße, die Tasten sind fast durch. Lennart, Kubo, was machen wir? Ich bin dabei. Ich helfe dir. Ich hab zwar nicht viel gemacht. Okay, du auch nicht, aber jetzt geht es los. Wen willst du denn umbringen? Scheiße, das sind echt. Oh, da geht das Licht aus. Da geht das Licht aus. Da geht mit Tinker hin und. Wann kommt der Mord? Ich halte die Türen zu. Ich mache erstmal die da weg. Ja? Machen wir erstmal. Und es wird wieder. Jetzt geht's wieder rund. Das wird das wieder ein Stick. Nein. Ja, das kannst du knicken. Das kannst du leider knicken. Also da kann Lennart nichts für. Kann Lennart nichts für. Es war meine Runde, die da drauf ging. Es tut mir auch leid. Es tut mir auch leid für euch. Ich versuche halt für mich immer irgendwie so ein. Ich will halt so einen richtig geilen Kill, wo irgendeiner am Ende sagt, der war's. Also der Kill war fett. So, da habe ich Bock drauf. Aber das ist natürlich riskant. Nächste Runde muss ich wieder vielleicht ein bisschen safer spielen. So, machen wir nochmal Licht aus. Ich musste, weil Vlesta Faxen macht. Jetzt geht Vlesk nämlich an Lifelines. Jetzt gehst du zurück, Lennart, und holst dir Vlesk. Let's go. Hier, ich mach oben noch dich und jetzt hol dir Vlesk, Alter. Geh rein, Lennart. Das ist auch in Ordnung. Oh Gott. Ja, jetzt haben wir ihn. Ich war mir nicht ganz, ganz sicher. Ich weiß halt, dass Lara auf jeden Fall kein Imposter ist. Wir mit Dalu ist tot. Shit. Es ist gerade getötet worden. Ich und Anni standen an Lifeline. Anni war die für mich eventuell noch in Frage hätte kommen können, indem sie einfach wegläuft vom Kill und wir das nicht sehen, weil wir noch in Lifeline drinne sind. Tinker und ich haben Licht angemacht. Das Problem ist, Anni war gerade neben mir, als Matteo gestorben ist und der Einzige, der überbleibt, ist Trill, weil Lara Tinker in Schutz genommen hat und damit Dalu auf jeden Fall rausgekickt hat. Der wäre ansonsten vielleicht damit durchgekommen. Sprich, du bist der Einzige, der überbleibt. Das erschließe ich mir. Trilux, ja. Ich hab Dalu auch rausgehauen. Ich bin gerade mit euch nach links gegangen. Wissen wir, wo Matteo liegt? Nee, ne? Ich bin Office rausgegangen mit Lara und Anni, glaube ich. Ich bin gerade im Weapons drin. Nee, ich bin noch in Lifeline drin. Das Problem ist, Mental und Kaya waren letzte Runde, als ein Kill gefallen ist, waren sie zusammen. Und der Rest war halt nicht sicher. Vlesk und ich Lara und Tinker haben dafür Lifeline, gesorgt, dass der Kill passiert ist. Lara und Tinker haben sich gegenseitig geproved. Ja, aber warum kann Vlesk den Kill denn jetzt nicht gemacht haben? Der wirft ja einfach irgendwas in den Raum. Er stand an Lifeline neben mir, als der Kill gefallen ist. Also wir haben quasi zusammen auf Lifeline gesehen. Ja, dann seid ihr aber auf der Holzspur gerade. Ja, ich weiß. Der Holzspur? Das heißt Holzweg? Nee. Gibt keinen. Also es kann. Die einzige Möglichkeit, die es gerade gibt, ist, dass Lara Dalu verkauft hat. Aber das glaube ich nicht. Nee, die einzige Möglichkeit, die es noch gibt, ist, dass noch zwei Imposter drin sind. Dalu irgendwas anderes war. Jemand sneaky weggewendet ist bevor oder weggegangen ist, bevor es irgendwer gesehen hat. Das ist Dalu nicht. Wir stand gerade am Licht. Vlesk, du lebst so lange. Also das Ding ist ihr werdet so mich weird. Jetzt eh rausvoten. Ich habe selbst überhaupt keinen Sass. Ich kann nur sagen, mich haben gerade zwei Leute Office rausgehen sehen, wie ich unten Weapons reingelaufen bin. Und da war Matteo nicht dabei. Und wer steht unter unserem Licht? Tinker? Kaya, wo bist du gerade? Ich bin in Specimen und ich habe Mental zuletzt in Admin gesehen. Tinker? Hm? Wer stand denn mit uns am Licht? Ich weiß es nicht. Ich dachte auch, da wäre noch jemand, aber anscheinend keiner. Ich habe noch Füßchen gesehen, als wir da ankamen. Theoretisch könnte es halt sein, dass Dalu nicht war und dann müssen es Tinker und Lara sein, aber ich glaube nicht dran. Noch eine Runde, come on. Ja, macht eure Tasks, wir sind fertig für dich. Ja, aber es ist eh egal, die Tasks sind fertig. Ja, du hast da gar keinen als Imposter. Ihr bleibt alle schön hier, ja? Alle hier geblieben, ihr Bänge. Mach doch nicht auf, dein Kill-Cooldown, Mann! Lennart! Das kleine 1x1 des Imposters, ich darf sie heute nicht lehren, aber du kannst doch nicht die Türen aufmachen! Nee, das machst du.
Lennart, ich suche dich heim. Wo bist du? Du bist nicht Specimen. Du bist wieder rausgewendet. Uiuiui. Lennart. Oh, nein, nein. Genau so ein Fehler wie mir passiert. Ich glaube, ich habe gerade Kaya den Kill machen sehen über. Was? Moment. Dekon. Was hast du gesagt? Ich glaube, okay, ich habe dich da töten sehen gerade. Du mich? Ja. Du der Kill ist, Mieser. Der Kill ist in Dekon gefallen. Ich bin geschockt. Ich wollte gerade reinlaufen, krieg einen Report-Button und da kam mir Kaya entgegen. Kann mir jemand sagen, wo die Leiche liegt? In Dekon, neben dir. Unter in Dekon? Wo ist denn Dekon? Unten, wo du gerade rausgekommen bist, aus der Dusche. Nee, da liegt keine Leiche. Die muss aber da drin sein, weil ich da einen Report-Button habe. Außer die liegt rechts am Admin-Table. Trilux ist mir gerade in die Arme gelaufen, in Admin. Und dann kam der Report. Und ich bin absolut unschuldig. Ihr wisst doch, die Kombo mit Mental. Also ich meine, ich habe mich in dem Game, habe ich echt mich geproved, dass ich ein Crewmate bin. Trilux. Definitiv. Also entweder liegt die Leiche in Dekon oder rechts am Admin-Table, weil ich bin von Admin gekommen, die Tür geht auf und in dem Moment hatte ich den Report-Button und ich habe nur Kaya rauslaufen sehen. Glaube, wenn die Leiche nicht in Dekon liegt, dann rechts am Admin-Table. Die liegt nicht in Dekon und auch nicht in Specimen. Ich bin von Specimen zurückgekommen. Ich habe bei da hätte ich auch nicht reporten können. Zum dritten Mal gemacht, der Chat kann es bezeugen, und Trilux ist mir im Admin in die Arme gelaufen. Definitiv Trilux. Hallo? Wo wart ihr denn? Also ich bin, wenn du sagst, die Frage stellt da war keiner, dann ist die Entscheidung zwischen euch beiden. Kaya war beim Stackhill gerade nicht dabei und hat dafür auch ein Alibi. Du warst beim Stackhill dabei. Das ist das Einzige, was noch Sinn macht. Außer Flask freut sich gerade ganz tierisch, weil er den super sneaky gemacht hat. Aber ihr zwei beschuldet euch gerade gegenseitig. Ich glaube, ich bin eh schon mausetot. Deswegen glaube ich, muss ich Flask jetzt zu dem Win gratulieren. Zu meinem Crewmate Win, ja? Flask ja, hatte richtig recht in der Runde davor. Scheiße! Oh Mann. Ich bin gescheit. Oh, Lennart, es tut mir leid. Alter. Ey, Dalu, einmal. Ich warte seit 5 Wochen drauf, dass wir zusammen den Boss hätten. Lennart, lass mich raten. Hast du das Light gefixt? Ich hab gar nichts gefixt. Ja, das hätte ich mir noch vorstellen können, dass du das Licht angemacht hast. Nee. Mann, mein Kind war so gut. Du kamst da auch raus. Du standst nicht an der Ecke, oder? Doch, ich stand, also zu dem Zeitpunkt stand ich, also ich kam halt natürlich als letztes raus. Ich musste ja den Kill noch machen. Aber ich sagte, der Kill war so gut. 5 Leute springen sofort auf dich. Wo war denn? Weil das Licht anging. Ich stand auf einmal da wie ein Weihnachtsbaum. Ja. Wenn das Licht ausgeblieben wäre, wäre ich weggegangen. Trilux, wo lag die Leiche denn? Also wenn du hochgekommen wärst, links direkt. Also ich habe die vor deinen Augen quasi abgestochen. Gefahren. Oh, jetzt geht's weiter. Ja, viel Spaß. Komm, ich kann nicht. Ich muss lachen. Ich werd's versauen, Lennart. Ich kann nicht. Ich möchte heute nicht im Posten sein. Bitte, tu mir das einfach nicht an. Lass mich Crewmate sein. Ich möchte ganz chillig als Crewmate irgendwo hab Basu gefunden. An wo Lifeline. Denn? An Lifeline. Mhm. Also für den Kill kannst du mich selber ausschließen, Anni, weil du hast mich gesehen. Dann bin ich ins Labor rein, dann hat Lara mich gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie alt der Kill ist. Wenn er ganz am runden Anfang passiert ist und du ins Specimen gelaufen bist und oben rausgekommen bist, dann... Nee, da kann mich Nils decken. Nils und ich standen am runden Anfang an, an dieser Labyrinth-Quest. Da hat mich Nils gesehen. Hey, Lennart. Bist du von oben oder von unten? Wobei Nils mir die ganze Zeit hinterherläuft. Ich habe Angst vor dir. Warum machst du das? Ja, erstmal ist das mein Naturell. Aber ist es bei mir so, pass auf, ich sag euch jetzt mal was. Ich sage ja nicht viel. Ich mache die ganze Zeit Tasks, ne? Und nie gewinnen wir durch Tasks. Und da habe ich mir gerade gesagt, ey, das ist doch völlig sinnlos. Ich laufe jetzt einfach mal Leuten hinterher und beobachte die. Sehr gut. Ja, ist doch so. Das macht mir Angst. Lennart, die Hauptstep-Task hast du nicht gemacht, Nils, oder? Du hast da ziemlich lange umgestanden. Welche Task habe ich nicht gemacht?
Die Dropship, gleich am Start. Also die haben nicht alle, Wir hatten Key heute, wir hatten Key gerade. Ich hatte, mein Schlüssel war ganz unten links. Und wenn ich jetzt lügen sollte und jemand anderes hat diesen Slot, dann wäre ich enttarnt. Aber so ist es ja nicht. Ich habe unten links. Nein, Quatsch. Ich finde, wir sollten da nochmal zuhören. Lennart, du hast mich doch nicht wegen unserer letzten Runde, oder? Ja. Ein wenig doch. Wen hast du? Also ich hoffe, dass Pokeref heute Internetprobleme hat. Wen hast du oben rechts alles im Lab gesehen? Ich habe dich gesehen und Anni. Ich dachte, Anni lässt sich scannen oder will da jemanden töten. Aber Anni ist dann nach links weggegangen. Ich habe einen Specimen keinen gesehen mehr. Ich bin der Kameramann. Ich glaube, Tinker hat Base for Life Limit gemacht. Oha. Hey, ich das war kommt aber links früh, die und habe. Nee, das sagt er eigentlich immer am Ende. Wie, weil aber viel zu mich früh gesehen hat. Ich war in der Kamera, ich habe in die Szene geguckt, du standst rechts an der Temperatur und Base vor der Lifeline. Dann bin ich kurz weggeskippt, hab dich gesehen, wie du hochläufst, dann bin ich wieder zurückgeskippt und eine Leiche lag vor der Lifeline. Okay, ich war tatsächlich die Temperatur machen, aber ich habe ihn nicht getötet, ich bin von da straight hoch zum Licht. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ob du sagst, dass du Base mal gesehen hast, aber das hast du zu keinem Lara Zeitpunkt kam erwähnt. Übrigens, als das Licht noch aus war und gerade sehr, links verdächtig gelaufen. Ich weiß nicht warum, aber ja. Ja, ich war mit Matteo an den Planetendingern. Ja, Lara war an den Planetendingern, das kann ich bestätigen. Wir machen weiter mit Lennart. Vorher. Operation Lenny S. Das war ja nicht. Kumo, Lennart. Nein, können wir nicht machen, Lennart. Tinker liegt tot. Ich war gerade an der Lifeline. Das war nicht Lifeline. Tinker? Holy shit. What? Massenmord? Ich war gerade... Wie viele sind tot? Drei? Drei? Alter. Ich kann Kaya, denke ich, ganz gut ausschließen. Wollt ihr gar nicht haben wissen, uns recht lang gesehen liegt am Ende. Doch, das ist super interessant. Was ist interessant? Nein, wo die Leiche jetzt liegt. Ich war gerade an Lifelines. Ich war gerade in Space und habe da die Task gemacht. Deswegen bin ich nicht zum Alarm gelaufen. Bin dann hoch. Ich glaube, dann ging der Alarm los, bin dann aber zuerst an Lifelines gegangen, um zu gucken, ob jemand tot ist. Nils war tot und Tinker war tot. Habe ich zumindest gesehen. Das heißt, wer ist denn jetzt zuletzt gestorben? Das heißt, aber wen hast du reported? Nils ist zuletzt gestorben. Tinker habe ich reported und sie liegt nämlich zwischen Storage und Office da, in diesem Gang da. Wer hat Seismic oben rechts ausgemacht und wer oben links? Ich oben links. Und Anni hat mich beobachtet, ich kann Anni entlasten. Ja, wir waren noch zusammen unten in O2 ganz lange und sind dann auch den Gang oben hochgelaufen, haben noch Kameras gecheckt Hand in und Hand, oben links Hand gegangen. Lennart, warst du alleine oben rechts? Und Kaya und Anni, wart ihr alleine oben links? Ja. Korrekt. Ich weiß auch, wo Nils liegt übrigens. Der liegt im Lab beim Bohrer. Ich bin nach rechts gelaufen, um zu sehen, ob da jemand steht, aber da war niemand. Lab. Die Person ist nach unten gewendet, weil die Kontür war nicht zu. Im Lab beim Bohrer. So, Lennart, jetzt ist die Frage. Kannst du MedBay für mich decken? Hast du gesehen, dass ich MedBay-Scan gemacht habe oder hattest du die Task nicht? Ich hatte die Task nicht, aber du standst da drauf. Trilux natürlich auch getötet haben und dann einfach links rauslaufen, ne? Er stand aber, hat er mir ein Alibi gegeben, aber das glaube ich nicht. Kaya, Anni, könnt ihr euch die ganze Zeit proven, die Runde? Die letzten 20 Sekunden. Ja, wir können uns die ganze Zeit proven. Lennart kann aber in der ersten Runde keinen Kill gemacht haben. Da standen wir komplett die ganze Zeit oben in Lab. Aber da war ja auch nur ein Kill. Ja, das ist richtig. Aber wenn er gerade mit mir als Alarm angehen gesehen hat, dass ich auf MedBay stand, hätte er mich weggedrückt.
Ich stand auf Mad Bay, er hätte mich gedrückt an der Stelle. Das hätte ja keiner gefunden. Wo warst denn du genau in der Runde? Also? Ich bin im Mad Bay gewesen, Lennart hat mich gesehen und dann, als er links rausgegangen ist, bin ich runtergegangen, die, Specimen. Wahrscheinlich also die Person ist ja jetzt erstmal Lara, oder? Wir müssen mal sechs sowieso kicken. Lara? Warum Lara? Ist die wahrscheinlichste Person. Nein. Lennart müsste mich decken können. Ich war ein LOL! Alter. Lennart, danke für deinen Arsch. Wenn dann haben Stalo und, wenn dann sind Stalo und Trilux halt wieder, ne? Egal, dann kann ich essen. Ich mach das wieder gut, shit. Lennart, komm hoch! Lennart, jetzt mach nicht die Türen auf, du Ganove. Komm hoch! Such ihn, Lennart. Such dir einen. Komm, hol den Kill. Ich wollte ein Alibi von euch. Da ist es Lennart, komm, hab ich's wieder gut gemacht? Lennart, hab ich's wieder gut gemacht? Ja, komm. Ja, geil. Wenn ich rechts neben der Leiche stand. Ich hab grad so geschrien, weil ich Lesk am Knopf gesehen hab. Wirst du wohl grad drücken, oder? Ja, ich wollte gerade mal drücken, weil ich mir dachte, oh, es war... Trilux und Daniel. Lennart, es tut mir leid für die letzte Runde, aber jetzt habe ich es wieder. Jetzt habe ich wieder gute Laune. hast du vielleicht einen Poster-Bug am Anfang, weil ich war ja an der Kamera. Ey, Matteo, ich war die letzten drei Streams, war ich 10 Stunden in Folge, einmal nur Imposter, jetzt war ich schon dreimal heute. Das sag ich ja, Imposter-Bug.